Oh, hi. Bonjour, Monsieur. Soll ich Ihnen Ihre Zukunft voraussagen? Oh, nein, danke. Ich bin sehr gut und es dauert nur eine Minute. Trotzdem vielen Dank, aber ich bin nicht abergläubisch. Außerdem, wenn es nur eine Minute dauert, hat man ja nicht mehr sehr viel Zukunft vor sich. Ich hab's mir anders überlegt. Würden Sie mir die Zukunft voraussagen? Sie gehen auf eine lange Reise. Ach nee, was für eine Überraschung. Können Sie mir nicht etwas erzählen, was ich noch nicht weiß? Wie funktioniert das mit dieser Vorherseherei? Wenn ich das wüsste, würde ich keine Blumen mehr verkaufen. Haben Sie sich jemals gefragt, warum Sie mit dieser Gabe gesegnet sind? Das ist so ähnlich wie Fernsehen. Manche von uns werden mit einer Antenne geboren. Ich gehöre einfach zu diesen Glücklichen. Können Sie wirklich die Zukunft voraussagen? Das wird die Zeit erweisen, Monsieur. Das Seltsame ist, mich selbst kann ich in der Zukunft nicht sehen. Andere Leute? Kein Problem. Aber wenn ich versuche zu sehen, was mit mir geschehen wird, nichts. Macht Ihnen das keine Angst? Manchmal. Ich denke aber, dass es sich dabei um eine Art natürlichen Sicherheitsmechanismus handelt. Entweder das, oder ich habe keine Zukunft. Kann man diese Blumen kaufen? Oui, Monsieur. Okay, ich nehme einen Strauß von den Weißen da. Das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun. Nein? Das sind Lilien, Monsieur. Für manche Leute sind das Totenblumen. Danke für die Warnung. Was für Blumen haben Sie noch? Dahlien? Was bedeuten die? Unsicherheit. Ich will nicht, dass sie einen falschen Eindruck von mir kriegt. Was ist mit den hohen Gelben da? Das sind Iris, die Flamme der Leidenschaft. Und die kleinen Gelben? Sinnlichkeit. Die nützen mir nichts. Ich will auf sie Eindruck machen, aber ich will sie nicht überrumpeln. Kennen Sie eine junge Frau, die Nicole Collard heißt? Ja, sie wohnt über mir. In dem Haus da drüben, auf der anderen Straßenseite. Die Tür ist nicht verschlossen. Aber Sie müssen ihr einen kleinen Schubs geben. Sie klemmt. Wissen Sie, wegen der Feuchtigkeit. Der Vermieter hat versprochen, sie zu reparieren, bevor der Winter kommt. Das verspricht er seit 3 Jahren. Wie lange wohnt Mademoiselle Collard schon hier? Ein paar Monate. Ihr steht eine böse Überraschung bevor, wenn das Wetter kalt wird. Zugige Fenster, ungenügende Heizung. Es ist schwer, sich einigermaßen warm zu halten. Der einzige Grund, warum ich bleibe, ist die geringe Miete. Ihre junge Lady, sie verdient was Besseres. Ich dachte, Mademoiselle Collard sei eine erfolgreiche Fotografin. Nicht so erfolgreich, wie sie vorgibt. Trotz ihrer feinen Kleider. Oh, ich habe schon gehört, wie sie sich nachts in den Schlaf geweint hat. Das ist schrecklich. Verraten Sie aber nicht, dass ich Ihnen das erzählt habe. Sie ist stolz, die Kleine. Zu stolz, wenn Sie mich fragen. Haben Sie hier jemanden gesehen, der das Apartment von Mademoiselle Collard beobachtet hat? Ja, doch. Ein merkwürdiger Mann, groß und dünn wie eine Bohnenstange. Er hat sein Gesicht versteckt. Aber ich habe seine Augen gesehen, wie sie aus bösartigen kleinen Schlitzen herausgefunkelt haben. Was hatte er an? Einen langen braunen Regenmantel und einen Hut. Wie Humphrey Bogart? Ja. Aber er hatte nicht Bogarts Charisma. Außerdem sah der Typ aus, als ob er dringend auf die Toilette müsste. Sie haben noch nie jemanden gesehen, der dermaßen den Hintern zusammengekniffen hat. Können Sie mir sonst noch etwas über Miss Collard sagen? Non, Monsieur. Vielleicht komme ich später nochmal vorbei. Nicht vielleicht, Monsieur. Das werden Sie ganz sicher. Ich erinnere mich an den Rat der Blumenfrau und drücke vorsichtig oberhalb des Schlosses gegen die Tür. Hallo. Bonjour. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Wir waren doch per Du, oder? Klar, nenn mich einfach George. Gut. Ich heiße zwar Nicole, aber sag ruhig Nico zu mir. Setz dich, George. Eh bien, wo bist du gewesen? Ich habe die Abwasserkanäle unter dem Café untersucht. Ich dachte mir schon sowas. Ich habe so einen komischen Gestank gerochen. Der Clown ist durch die Kanäle entkommen und hat dort das Kostüm ausgezogen. Ich nehme an, er war in Eile. Er hat seine Jacke vergessen. Und? Ich habe die Telefonnummer seines Schneiders. Du hattest mehr Glück als ich. Glück, sagt sie? Glück? Ich nenne das harte Arbeit.
Was ist passiert? Mein Redakteur hat mir gesagt, ich solle die Story vergessen. Ist das zu fassen? Aber das wirst du doch nicht tun. Oh nein. Ich werde herausfinden, was hinter diesen Morden steckt. Es passt nichts zusammen. Sieht aus wie eine Verschwörung. Die Polizei in drei verschiedenen Ländern hat sich wegen der Morde sehr zurückgehalten. Die Presse bringt sie nicht in Zusammenhang. Sie beschuldigen politische, religiöse oder militante Extremisten. Damit ist so ungefähr jeder verdächtig. Erzählen Sie mir von den bisherigen Opfern des Clowns. Das erste war Arno Bilotta, der Millionär und Baron der Pharmaindustrie. Er hat sein Geld mit Amphetaminen verdient, im Nachkriegsboom von Schlankwerden und Diät. Stell dir das vor, Millionen von Hausfrauen, die sich buchstäblich ihren Arsch abspieden. Die einzige Zeugin in diesem Fall war sein philippinisches Au-pair-Mädchen. Sie schwört, er wurde von einem Schneemann in den Tod gelockt. Wer war das zweite Opfer des Clowns? Yamada, der umstrittene japanische Politiker der Grünen. Er hat sein Vermögen aus dem elektrochemischen Konsortium seines Vaters geerbt. Wie ist er gestorben? Unter den Händen, oder besser gesagt Stummelflügeln eines riesigen Königspinguins. Ein Schneemann, ein Pinguin und nun ein Clown. Ich bin kurz davor, Pantomime zur Liste hinzuzufügen, aber dann lasse ich es doch. Ich habe einfach keine Lust, George etwas über die Verbindungen meines Vaters zu Carchon zu erzählen. Weißt du, ich gebe es nicht gern zu, aber das ist beängstigend. Ich sage dir was, ich werde keine Einladungen zu Kostümpartys mehr annehmen. Ich kann es dir nicht verdenken, dass du Angst hast. Mir geht es genauso. Aber diese Story könnte meine einzige Chance für einen Durchbruch sein. Oder für einen vorzeitigen Tod. Erzähl mir mehr über dich. Ach, da gibt es nicht viel zu erzählen. Nun, wie bist du zur Fotografie gekommen? Das habe ich, glaube ich, meinem Vater zu verdanken. Er hat mir meine erste Kamera gekauft. Ich war 8 und meine Eltern hatten sich gerade getrennt. Hast du bei deinem Vater gelebt? Ja, meine Mutter ist mit ihrem Freund weggegangen. Hat mir nichts ausgemacht. Ich habe nur Papa gebraucht. 4 Jahre später starb er bei einem Flugzeugunglück. Oh, das tut mir leid. Ist schon gut. Es macht mir nichts aus, über ihn zu reden. Er war eher wie ein älterer Bruder. Machte immer Witze und lachte. Papa wollte immer, dass ich Kunst studiere. Deswegen bin ich aufs College. Hast du das Fotografieren im College erlernt? Nein, ich konnte mir das Material nicht leisten. Alles, was wir benutzten, wurde uns in Rechnung gestellt. Farbe, Leinwand, Papier. Die meisten in meiner Klasse widmeten sich dem Minimalismus. Es war billiger. Ich durchstöberte den Park nach Haaren von Eichhörnchen. Die einzige Zeit, in der ich nicht gehungert habe, war das Semester, in dem wir die Drucktechniken durchnahmen. Ich habe die Kartoffeln gegessen. Du verkohlst mich doch. Oh nein. Ich habe ein Stück Stoff in der Nähe des Cafés gefunden. Als ich es dem Pförtner gezeigt habe, hat er es sofort erkannt. Es ist sehr auffällig, stimmt. Warte, bis du das hier siehst. Ich habe den Film entwickelt, den ich bei dem Café belichtet habe. Hier, George, das ist eine Vergrößerung, die ich gemacht habe. Siehst du, was der Typ hier anhat? Karierte Hosen. Denselben Stoff habe ich im Abwasserkanal gefunden. Stimmt. Der Typ sollte nicht schwer zu finden sein. Oh nein? Wirf mal einen Blick auf seine rechte Wange. Eine Narbe in Form eines Hufeisens. Oder eines Halbmondes. Dieses Papiertaschentuch habe ich im Abwasserkanal gefunden. Oh, das ist ekelhaft, George. Ich glaube, das Zeug darauf ist Schminke, wie Schauspieler sie benutzen oder Clowns. Es ist trotzdem ekelhaft. Wirf das weg. Ich habe diese falsche Nase in den Abwasserkanälen gefunden. Hey, was ist da drin? Etwas, das früher mal bei jemandem in der Nase saß. Werden Sie nicht erb, George. Darin steht La Risée du Monde, Masque et Costume. Das ist ein Kostümverleih in der Nähe des Bahnhofs Saint-Lazare. Ich werde das abklären. Vielleicht erinnert sich der Besitzer daran, wer das Kostüm ausgeliehen hat. Warum hast du das Foto von mir so stark vergrößert? Weil ich einen Typen hinter dir bemerkt habe. Warum denn sonst? Mit diesem Werkzeug bin ich in die Abwasserkanäle gekommen. Faszinierend, George. Das interessiert dich überhaupt nicht, oder? Doch, natürlich. Ich finde, es war sehr tapfer von dir, da hinunterzusteigen. Ja? Nun, es war etwas unheimlich, aber naja, ich musste den Job erledigen.
Ich muss gehen. Okay, ich sehe dich später. Ein alter Plattenspieler, die Sorte, die man von Hand aufziehen muss. Das löffelförmige Gesicht des Mannes wirkt düster und humorlos. Er sieht aus wie ein Vegetarier in einem Schlachthof. Entschuldigung. Bonjour, Monsieur. Bitte, kommen Sie herein. Willkommen. Lassen Sie die normale Welt hinter sich, denn in diesen vier Wänden regiert die Fantasie. Ich möchte kein Kostüm. Haben Sie sich als Kind nie verkleidet? Nicht, dass ich wüsste. Unglaublich. Als nächstes wollen Sie mir weismachen, dass Sie nie die Unterwäsche Ihrer Schwester angezogen haben. Ich habe keine Schwester und mit BH sehe ich ziemlich dämlich aus. Ich brauche nur ein paar Informationen. Natürlich. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Haben Sie schon mal etwas von einem Mann mit Namen Plantard gehört? Ich kann mich an niemanden mit diesem Namen erinnern. Ich suche einen Mann, der bei Ihnen ein Clownskostüm ausgeliehen hat. Oui, Monsieur. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen helfen kann. Führen Sie keine Listen über die verliehenen Kostüme? Natürlich, Monsieur, aber... Also dann, ich möchte, dass Sie in Ihren Listen nachsehen. Geben Sie mir die Namen von allen Leuten, die ein Clownskostüm ausgeliehen haben. Unmöglich, das sind zu viele. Möchten Sie diese rote Nase wieder zurück? Nicht, nachdem sie getragen wurde. Danke. Erkennen Sie diesen Mann? Oui, Monsieur. Ich habe ihm Theaterschminke verkauft. Können Sie mit diesem schmutzigen Taschentuch etwas anfangen? Lassen Sie mich mal dran riechen. Bestheimers Nummer 7. Weißer Pfannkuchen. Theaterschminke, richtig? Oui, Monsieur. La Crème de la Crème in Sachen Bühnen-Make-up. Haben Sie kürzlich etwas davon verkauft? Ja, 2 Dosen. Erkennen Sie diesen Mann? Ah, oui. Der war heute Morgen hier. Das ist der Mann, dem ich die Theaterschminke verkauft habe. Ich erinnere mich an die Narbe in seinem Gesicht. Er hat 2 Kostüme ausgesucht. Bozu der Clown und Seamus der Kobold. Ein Kobold? Sehr hübsch. Grüne Seide mit Taftfutter. Er gab seinen Namen als Monsieur Khan an. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Es war mir ein Vergnügen, Monsieur. Darf ich Ihnen die Hand schütteln? Ja, okay. Was haben Sie vor, mich umzubringen? Sie fanden das nicht lustig? Ich konnte noch nie was Lustiges an Elektroschocktherapie finden. Eh bien, es gehört Ihnen. Ein Geschenk. Brauche ich eine Genehmigung dafür? Sowas wie einen Waffenschein? Non, aber ich gebe Ihnen eine Warnung mit auf den Weg, Monsieur. Welche? Vergessen Sie nicht, ihn auszuschalten, bevor Sie auf die Toilette gehen. Hallo? Wer spricht da? Mr. Todrick? Oh, Sie sind es nochmal. Was gibt's? Der Mann, den ich suche, heißt Khan. Er hat sich hier einen Anzug gekauft. Erinnern Sie sich? Mr. Khan. Ja, ich entsinne mich an ihn. Ja, ich habe den Anzug in sein Hotel geliefert. Ins Hotel Ubu. Ich weiß aber die Zimmernummer nicht mehr. Es war die Treppe hoch, das 2. Zimmer auf der rechten Flurseite.
Danke, Todrick. Das war schon alles, was ich wissen wollte. Jetzt hab ich dich, du Mistclown. Der Mann sieht wie ein knuddeliger Yeti aus. Der Typ sieht aus wie ein Wiesel. Die Frau stammt ganz klar aus England. Sie vereinigt alle Qualitäten von Boudicca, Elisabeth I. und Margaret Thatcher in sich. Es ist kein sehr schöner Anblick. Hallo, Ma'am. Oh, hallo. Was kann ich für Sie tun? Ich suche einen Mann. Sie enttäuschen mich, mein Lieber. Einen schwachen Moment lang glaubte ich. Oh, egal. Möchten Sie sich nicht vorstellen? George. George Stobbart, Ma'am. Wie nett. Ich hatte mal einen Stallburschen, der George hieß. Ich bin Lady Pierrement. Die normale Reaktion ist hinzuknien und zu stottern. Aber das muss nicht unbedingt sein. Eine echte Lady? Ich meine, Sie haben ehrlich blaues Aristokratenblut? Das weiß ich nicht. Die wenigsten meiner Vorfahren waren ehrlich, aber immerhin ziemlich oft blau. Ich kann meine Familie bis zu den Normannen zurückverfolgen, aber lassen Sie sich davon nicht einschüchtern. Unter all den tollen Titeln bin auch ich nur aus Fleisch und Blut. Das Blut ist vielleicht blau, aber das Fleisch ist gute englische Qualitätsware. Um es mal so auszudrücken. Sie wirken unkonzentriert, George. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Wussten Sie, dass da draußen ein Gangster herumlungert? Warum glauben Sie, dass er ein Gangster ist? Der italienische Anzug und die Beule in seiner Tasche. Ich kenne viele Männer, die italienische Anzüge und Beulen in der Tasche haben. Das macht sie nicht unbedingt zu Gangstern. Machen Sie Urlaub in Paris? Nein, Darling, ich mache Ferien. Nach Elvis Begräbnis musste ich einfach weg. Ich wusste nicht, dass Sie um einen Ihrer Lieben trauern. Das tue ich auch nicht. Er war mein Ehemann. Tut mir leid, dass Ihr Mann gestorben ist. Das täte es nicht, wenn Sie ihn gekannt hätten, mein Lieber. Es war eine Gelegenheit, endlich die wohlverdienten Ferien anzutreten. Daphne schlug einen Tapetenwechsel vor. Paris, sagte sie. Eine wilde Affäre ist genau, was du brauchst, um dich von dieser Untersuchung abzulenken. Ah ja, das Einzige, was bis jetzt einer Affäre ähnelte, war die Sache mit dem betrunkenen bretonischen Küchenchef. Ich muss sagen, dass mich sein Coq au Vin ziemlich enttäuschte. Absolut nicht, was ich erwartet hatte. Ich wollte schon meine Ferien abbrechen, meine Sachen packen und nach Hamel Hempstead zurückfahren. Das heißt, bis letzte Nacht. Was passierte letzte Nacht? Mich hat es erwischt, Mr. Stobbart. Cupidos Pfeil grub sich tief in meinen Busen. Konnte er auch kaum verfehlen. Es war genau, wie ich es mir immer erträumt hatte. Intimer Kerzenschein, romantische Musik erfüllte den Raum. Und dann der Blick eines Fremden, diese überschatteten Augen, diese eleganten Manieren, diese engen Hosen. Das war der Mann, auf den ich mein ganzes Leben lang gewartet hatte. Ich freue mich, dass er nach so langer Zeit endlich aufgetaucht ist. Ach, aber es hat nicht sollen sein. Er spielte nur mit meinen Gefühlen. Wenn ich ihn jemals erwäsche, ist er ein toter Mann. Wer hat sie denn so hereingelegt? Sein Name war Morlin. Ich suche einen Mörder. Du meine Güte! Sind Sie ein Privatdetektiv? Das ist korrekt, Ma'am. Und wie heißt das Wort, das ihr Amerikaner dafür benutzt? Ach, es liegt mir auf der Zunge. Ich glaube, das Wort, das Sie meinen, ist Dick. Genau! Sind Sie einem Mann begegnet, der sich Khan nennt? Ich kenne nur einen Menschen mit dem Namen Khan. Genghis Khan, der legendäre Mongolenhäuptling? Nein, Darling. Kevin. Kevin Khan? Von dem habe ich noch nie gehört. Was anderes hätte mich auch sehr gewundert, Darling.
Er ist der Apotheker aus Hemel Hempstead. Organisiert Spendenaktionen für die Rotarier. Wunderbarer Mann. Hat er eine Narbe auf der Wange? Das weiß ich nun wirklich nicht, Süßer. Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Mein Gott, das ist er! Das ist Morland! Sie vereinigt in sich alles, was ich an Engländern liebe. Die Lady ist völlig übergeschnappt. Merlin, Sie meinen König Arthurs Zauberer? Du meine Güte, nein! Monsieur Morland ist ein Hotelgast hier. Er ist der Mann, von dem ich Ihnen erzählt habe. Der Mann, der mich abblitzen ließ? Der Mann, den Sie als Morland kennen, ist ein Betrüger. Was wollen Sie damit sagen, Zuckerhäschen? Er ist ein Mörder. Außerdem benutzt er den Namen Khan. Oh, ich bin schockiert, Mr. Stoppard. Zutiefst. Ich hielt ihn für einen Mann von Ehre. Hören Sie, ich würde Ihnen gerne dabei helfen, ihn einzubuchten. Wann haben Sie Morland das letzte Mal gesehen? Das war vor nicht einmal einer Stunde. Er kam die Treppe herunter und sprach mit dem Empfangschef da hinten. Irgendetwas wurde übergeben. Ich konnte nicht genau sehen. Was? Ein Koffer? Nein, kleiner als das. Ein Bündel Papiere vielleicht. Der Empfangschef legte sie in den Hotelsafe und Morland ging hinaus. Sind Sie sicher, dass Morland Dokumente in den Safe legen ließ? Ja, Darling. Absolut. Ich möchte zu gern wissen, was das war. Offensichtlich etwas sehr Wichtiges. Ja, was immer es ist, ich würde es zu gern in meine Hände kriegen. Ich wette, es hatte etwas mit Plantards Koffer zu tun. Ist Morland wieder ins Hotel zurückgekommen? Nein. Möchten Sie sein Zimmer durchsuchen? Wenn ich reinkäme, klar. Ich erkenne den Mann. Es ist der Nobelpreisgewinner aus dem Land, das ich nicht aussprechen kann. Das Schild an der Tür zeigt die Nummer 21. Die Tür ist verschlossen. Falls die Beschreibung des Schneiders korrekt war, handelt es sich hier um das Zimmer des Killers. Das Schild an der Tür zeigt die Nummer 22. Das Schild an der Tür zeigt die Nummer 22. Die Tür ist verschlossen. Excusez-moi, Monsieur. Was? Sie haben versucht, diesen Schlüssel zu stehlen, non? Wie käme ich dazu? Der Empfangschef trägt eine herablassende Miene, so gekonnt zur Schau, als ob er damit auf die Welt gekommen wäre. Ich brauche ein paar Informationen. Was sind Sie? Polizei? Ich führe eine private Untersuchung durch. Ah, ich weiß genau, was Sie meinen. Das ist einer der Nachteile des Beherbergungsbusiness. Wenn Leute in ein Hotel gehen, lassen sie ihre Moral zu Hause, non? Ich suche einen Mann, der sich wie ein Clown kleidet. Dies ist ein respektables Hotel, Monsieur. Hier gibt es keine Clowns. Wenn Sie das sagen. Kennen Sie einen Mann mit Namen Plantard? Non, Monsieur. Wohnt bei Ihnen ein Gast namens Khan? Non, Monsieur. Vielleicht möchten Sie mal im Melderegister nachsehen? Was den Schlüssel an dem Haken dort angeht. Oui, Monsieur. Für welches Zimmer ist er? Nummer 21. Ist das Zimmer vermietet? Non. Die Gäste haben heute Morgen ausgecheckt. Ich möchte Zimmer 21 mieten. Das geht nicht. Wieso? Sie sagten doch, es sei frei. Es ist für einen anderen Gast reserviert. Mist. Gesundheit. Der Mann, der sich selbst Khan nennt, hat eine Narbe auf der rechten Wange. Vraiment? Ich sage Ihnen, ich kenne keinen Mann mit Namen Khan.
Vielleicht nicht, aber mir fällt auf, dass sich sein Gesichtsausdruck geändert hat, als ich die Narbe erwähnte. Ich möchte etwas aus Ihrem Safe haben. Ah oui, Monsieur. Darf ich einen Ausweis sehen? Was zum Beispiel? Einen Führerschein vielleicht? Ich fahre nicht. Ihr Pass? Den habe ich nicht dabei. Ich könnte Ihnen meine Operationsnarbe zeigen. Tut mir leid, Monsieur. Ich brauche etwas, das Sie einwandfrei identifiziert. Was gibt es Einwandfreieres als meine Narbe? Tut mir leid. Ich muss auf einer etwas traditionelleren Form der Identifikation bestehen. Mist. Hey, darauf einen herzhaften Händedruck. Lieber nicht, Monsieur. Mir tut immer noch alles weh von dem Schock, den mir einer der Gäste verpasst hat. Er hatte ein elektrisches Gerät in seiner Handfläche verborgen. Praktische Scherze sind ja so kindisch, finden Sie nicht? Oh yeah, sicher. Hi, Ma'am. Hallo, George. Was kann ich denn wohl für Sie tun? Würden Sie den Empfangschef ablenken, damit ich einen Schlüssel ausborgen kann? Soll ich Ihnen etwa bei einer kriminellen Handlung helfen, Darling? Oh nein, es handelt sich um den Schlüssel zu einem leeren Zimmer. Und warum, wenn ich fragen darf, möchten Sie Zugang zu einem leeren Zimmer? Möchten Sie sich dort einnisten? Nein, Ma'am. Pfadfinder, Ehrenwort? Ich war nie bei den Pfadfindern, Ma'am. Das ist ja schrecklich. Was haben sich Ihre Eltern bloß dabei gedacht? Es ist eine wunderbare Möglichkeit, für einen Jungen in Form geprügelt zu werden. So, jetzt erzählen Sie mal, warum möchten Sie unbedingt in dieses Zimmer? Es liegt genau neben dem Zimmer, in dem der Killer wohnt. Ach, Sie möchten Morlan also belauschen? Ich hoffte, es gäbe vielleicht eine Verbindungstür. Nun ja, wie soll man sich da weigern? Mein weiblicher Charme dürfte in diesem Falle nicht weiterhelfen. Aber eine gesunde Dosis englischer Arroganz könnte funktionieren. Hallo? Sie da drüben? Dina? Oui, Madame? Hören Sie mir mal genau zu. Sie verstehen doch Englisch, oder? Aber natürlich, Madame. Gut. Ich wünsche, einen Teil meines Schmucks in Ihrem Safe zu deponieren. Ich verstehe. Sind Sie da ganz sicher? Bien sûr, Madame. Jetzt sind Sie dran, mein Lieber. Die Tür ist verschlossen. Vielleicht ist es nicht das richtige Zimmer, aber es ist der richtige Schlüssel. Neben dem Bett steht ein kleines Nachttischchen. Der Nachttisch ist leer, riecht aber nach Zwiebeln. Kein Witz, wirklich wahr. Der Mörder ist zu schlau, belastendes Beweismaterial neben seinem Bett liegen zu lassen. Das Bett ist viel, viel größer als die schmale Pritsche, die in meinem Zimmer steht. Das Bett ist frisch gemacht und die straffen weißen Laken verraten mir nichts über die Gewohnheiten des Killers. Hm.
Diesen abgeschabten Lederkoffer habe ich bei Plantard gesehen, kurz bevor er starb. Ich durchsuche das Innere des Koffers, aber es ist genau wie ich befürchtet hatte. Er ist leer. Der Schrank ist ein solides, beeindruckendes, antikes Möbelstück. Es ist Kahn. Ich habe so ein Gefühl in der Magengegend, bei dem ich normalerweise mit Volldampf die Toilette aufsuchen würde. Als Kahn den Schrank öffnete, weiß ich genau, ich bin tot. Aber er nimmt seine Hose so schnell raus, dass er mich nicht mal sieht. Normalerweise beobachte ich keine Männer beim Umziehen. Aber dieser Kerl ist ein Mörder und ich will keine Überraschungen erleben. Er hat seine karierte Hose auf dem Bett liegen lassen. Ich drehe die Hose auf links. Sieht so aus, als könnte in dieser Tasche was drin sein. Ich habe dieses bestimmte Gefühl, das du nur bekommst, wenn du noch warme Hosen durchsuchst. Ich finde eine normale Streichholzschachtel. Keine Streichhölzer, keine Hinweise. Doch als ich sie aus der Tasche nehme, ziehe ich einen starken Faden mit raus. Ein Faden mit einem Metallanhänger am Ende. Ich ziehe an dem Metallanhänger und der Faden kommt aus der Hose. Fast so, als zöge man an einer Reißleine. Ich finde nichts in der Tasche. Ich kremple die Hose wieder um. Die Tasche ist leer. In der Tasche ist nichts. Ich durchsuche die Tasche vorsichtig und finde einen Ausweis. Dort steht Thomas Mörlin, Gröber Elektronik. Was jetzt, Monsieur? Sagt Ihnen dieser Pass etwas? Der gehört Monsieur Morlin. Genau, Morlin, der Mörder. Ich möchte mir ansehen, was er im Safe hinterlegt hat. Unmöglich. Ich kann sein Vertrauen nicht missbrauchen. Egal, was er getan haben mag. Sie begehen einen großen Fehler. Vielleicht. Ich kann damit leben. Ein Mörder? Sind Sie sicher? Absolut. Habe ich Ihnen schon diesen Pass gezeigt? Oui, Monsieur. Hi, Ma'am. Hallo, George. Was kann ich denn wohl für Sie tun? Diesen Pass habe ich in Morlins Zimmer gefunden. Aha. Der kleine Bastard gibt sich also als Elektriker aus. Ja? Dieser Typ hat wahrscheinlich 1000 Gesichter. Ich zeigte dem Empfangschef den Pass in der Hoffnung, dass er mir Morlins Papiere aushändigen würde. Aber er ging nicht darauf ein. Er hatte zu viel Angst. Dem werde ich einen echten Grund zur Angst geben. Folgen Sie mir, George. Haben Sie ein Päckchen von Morlin in den Safe gelegt? Ja, Madame. Und hat Ihnen mein Freund hier Morlins Pass gezeigt? Oh ja, das hat er. Aber... Also,
Wo liegt denn das Problem? Er ist nicht Morlan. Das ist eine völlig unwichtige Nebensächlichkeit. Geben Sie ihm das Päckchen. Aber das ist gegen das Gesetz. Ich bin zufälligerweise Friedensrichterin, Sie dummer Junge. Ich bin das Gesetz. Falls er irgendetwas versucht, erschießen Sie ihn, George. Mit Vergnügen, Lady Pierrement. Einen Augenblick, bitte. Wissen Sie, so viel Spaß hatte ich seit Greenham kommen nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich ohne Sie gemacht hätte, Lady Pierrement. Voilà, Monsieur, les manuscrits du Monsieur Morlan. Danke. Wie wunderbar. Eine angloamerikanische Allianz, die tatsächlich funktioniert hat. Der Empfangschef hat mir ein fest zusammengerolltes Pergament gegeben. Ich beschließe, es erst aufzurollen, wenn ich sicher zurück in Nikos Wohnung bin. Ich weiß, dass man alte Handschriften so nicht behandelt. Aber ich kann doch nicht zulassen, dass sie den Schlägertypen da draußen in die Hände fällt. Entschuldigung, habe ich Ihr Bild nicht in der Zeitung gesehen? Sie sind dieser Nobelpreisgewinner aus einem dieser unaussprechlichen osteuropäischen Staaten, nicht wahr? Ja, das bin ich. Höchstpersönlich. Ich möchte Sie nicht beunruhigen, aber haben Sie irgendwelche Drohungen erhalten? Sie wissen doch, seltsame Anrufe, Briefe mit ausgeschnittenen Zeitungsbuchstaben. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Kennen Sie diesen Mann? Er nennt sich Khan. Ja, ich kenne diesen Mann. Warum haben Sie ein Foto von ihm bei sich? Ich bin Privatdetektiv. Kennen Sie einen Typen mit Namen Plantard? Ich kenne doch nicht jeden in Paris. Oh, na gut, der Typ ist jetzt sowieso tot. Warum fragen Sie mich nach toten Leuten? Ich habe mehr als genug Tote in meinem Leben gesehen. Das glaube ich Ihnen gern. Warum interessieren Sie sich für Khan? Er ist ein Feind meines Volkes. Sie wissen, dass er ein Killer ist? Natürlich. Unter anderem. Würden Sie mir bei meinen Untersuchungen in puncto Khan helfen? Das ist nicht möglich. Mein Befehl lautet: beobachten. Ich kann meine Position als Ehrengast der hiesigen Regierung nicht gefährden. Haben Sie einen Clown gesehen? Verzeihung. Der Clown, ein Typ in merkwürdigen Hosen. Haben Sie ihn gesehen? Meine Hosen sind aus England. Marks & Spencer. Es ist eine Freude und sehr komfortabel, sie zu tragen. Sehr angenehm, diese Stützfunktion. Freut mich wirklich, das zu hören. Wissen Sie, es ist schön zu wissen, dass auch Nobelpreisgewinner noch irgendwo Menschen sind. In meinem Land benutzen die Leute Bindfäden und Eierkartons. Für Hosen? Für alles. Unterdrückung ist die Mutter des Einfallsreichtums. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Einen Augenblick, Monsieur. Was haben Sie für ein Problem? Kein Problem, wenn Sie kooperieren. Was wollen Sie? Nur eine Sicherheitsüberprüfung. Reine Routine. Nichts, was Sie beunruhigen müsste. Oh, na gut. Durchsuch ihn, Flap. Darauf kannst du dich verlassen. Hey, lass das! Finger weg, du Riesenaffe! Nichts, Guido. Nada. Bitte entschuldigen Sie die Störung, Monsieur. Wie bitte? Ich sollte euch bei der Polizei melden. In dieser Gegend sind wir die Polizei.
Soll ich ihm die Arme brechen? Nein. Lass ihn los, Flap. Falls Flap und Guido hinter der Handschrift her sind, werden sie eine herbe Enttäuschung erleben. Ich kann es kaum erwarten, in Nikos Wohnung zurückzukehren und einen näheren Blick darauf zu werfen. Hallo, wie geht es dir? Oh, hallo. Komm rein, George. Du wirst nicht glauben, was ich gefunden habe. Nicht noch einen Teil von diesem Clown-Kostüm. Eine mittelalterliche Handschrift. Khan hat sie im Safe des Ubu hinterlassen. Es ist unglaublich. Hat er sie Plantar weggenommen? Könnte sein. Was heißen würde, sie ist so wertvoll, dass man dafür tötet. Schau mal. Zwei Typen auf ein und demselben Pferd. Ja, vielleicht konnte sich nicht jeder eins leisten. Und was ist damit? Schon mal was vom Ritterorden der Templer gehört? Ihr offizielles Siegel war das Bild zweier Ritter, die sich ein Pferd teilen. Was auch immer die Schriftrolle bedeutet, es hat mit den Templern zu tun. Woher weißt du von diesen Rittern? Ich habe von ihnen gehört, als ich einen Artikel über die Kreuzzüge schrieb. Dieser Typ Hugues de Bayon erschien eines Tages am Hof des Königs von Jerusalem. Er bot den christlichen Pilgern Schutz vor den verdrängten muslimischen Armeen an. Der König konnte den Christen eine sichere Reise durchs Heilige Land garantieren. Sichere Reise bedeutete mehr Pilger und Pilger bedeuteten Handel und Wohlstand. Die Templer waren für den König als Söldnerarmee unbezahlbar. Von ihnen ist überliefert, dass sie nie nach der zahlenmäßigen Stärke, sondern nur nach dem Standort des Feindes fragten. Im Laufe der Jahre wuchsen Wohlstand und Zahl der Templer. Sie waren so reich, dass sogar Könige sie um Darlehen baten. Aber auf dem Höhepunkt ihrer Macht gerieten sie mit dem König von Frankreich in Konflikt. Er trieb sie zusammen und übergab sie der Inquisition. Tausende Templer wurden gefoltert und bekannten sich der Ketzerei schuldig. Einmal in den Händen der Inquisition gab es kaum etwas, wozu sie sich nicht bekannten. Der letzte Großmeister, Jacques de Molay, wurde lebendig verbrannt. Aber der Schatz... Ja, der Schatz ist also noch versteckt und wartet auf seine Entdeckung? Wenn es jemals einen Schatz gab, dann ist er seit 600 Jahren verschwunden. Naja, wir sollen gegen einen Serienkiller ermitteln, nicht einen mittelalterlichen Schatz finden. Aber vielleicht sind der Clown und sein Komplize dahinterher. Vielleicht führt die Schriftrolle auf eine Spur. Du lässt sie besser hier in Sicherheit. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Eine Frau sieht in den Spiegel in ihr Spiegelbild, aber das zeigt drei scheußliche Gesichter. Sie erinnert mich an die böse Königin in Schneewittchen. Sie sagte Spieglein, Spieglein an der Wand, oder nicht? Wegen ihr musste ich als Kind so weinen, dass meine Mutter mich aus dem Kino tragen musste. Mich hat sie überhaupt nicht erschreckt. Wie ich schon sagte, ich war noch ein Kind. Das Krokodil in Peter Pan konnte ich auch nicht leiden. Ein Ritter mit einer Kristallkugel. Auf der Schriftrolle neben dem Ritter steht etwas. Ja, aber es ist in Latein. Per disciplinum mea lux videbis. Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen. Du sprichst Latein? Wer hat dir denn das Kunststück beigebracht? Kunststück? Ich habe Jura studiert, okay? Ich kann Latein. Oh, bist du aber empfindlich. Erzähl mir das nochmal. Da ist ein Typ mit Schwert und einem Stier. Der einzige Stier aus der Mythologie, den ich kenne, ist der Minotaurus, aber auch nur zur Hälfte. Ich möchte lieber nicht zur Hälfte Stier sein, nicht mal, wenn es die untere Hälfte wäre. Was ist das für ein Gegenstand in der Mitte? Sieht aus wie ein Edelstein auf einem Dreibein. Da arbeitet jemand an einem Webstuhl. Er webt einen Teppich oder einen Wandbehang. Oder eine Steppdecke. Ich schätze mal, dass es ein Hinweis auf einen Ort ist. Ein berühmter Ort für Weberei und Schifffahrt. Wo das Volk in Fässern wohnt? Immer noch besser als in Kartons. Schau mal. Zwei Typen auf ein und demselben Pferd. Machen wir uns nichts vor. Wir brauchen Hilfe, George. Von jemandem, der von diesen Dingen etwas versteht. Wen schlägst du vor? Indiana Jones? Ich kenne einen Typen, der sich auf mittelalterliche Studien spezialisiert hat. Sein Name ist Lobineau. Puh,
Ein spießiges altes Fossil, das nur bei altertümlichen Reliquien geil wird, nehme ich an. Weit gefehlt. André ist nicht der stereotype Professor, an den du jetzt denkst. Wo kann ich diesen Lobineau-Typen finden? Im Museum von Croon. Ich gebe dir die Adresse. Hast du einen Freund? Nicht mehr. Es gab mal jemanden. Einen Typen in der Abschlussklasse. Aber es hat nicht geklappt. Genauso wenig wie mein Examen. Tut mir leid. Mir nicht. Erzähl mir mehr über deine Familie. Als kleines Mädchen habe ich den Winter immer bei meinen Großeltern verbracht. Das waren die besten Tage. Warm und sicher in ihrem kleinen Häuschen. Mein Großvater drehte Zigaretten und meine Großmutter machte heiße Schokolade und Kuchen. Eines Tages hörte er auf zu drehen, schloss den Deckel seiner Tabakdose und nahm mich in die Arme. Ich lachte und zappelte, aber er besänftigte mich, damit ich ruhig war. Mit seinem unrasierten Kinn an meinem Ohr kratzend erzählte er mir sein Geheimnis. Was hat er gesagt? Er sagte, ich rauche gar nicht, aber sie soll ruhig glauben, dass ich es tue. Was für ein sonderbarer alter Mann. Nenn meinen Großvater nicht sonderbar, er war der netteste Typ überhaupt. Ich wünschte, ich wäre wieder in dem Häuschen, statt in diesem miesen Apartment in dieser lauten Stadt. Was tust du, damit der Killer-Clown aufgespürt wird? Nachforschungen, George. Ja? Hast du ein Exemplar des Clown-Jahrbuches? Ich habe ein Telefon und jede Menge Kontakte. Oh, nun, hast du etwas Nützliches herausgefunden? Noch nicht. Ich setze gerade meine erste und wichtigste Waffe ein. Was ist das? Geduld. Davon habe ich schon gehört. Ist das nicht ein Ersatz für klares Denken? Ich muss gehen. Okay. Vergiss nicht, nach Lobineau im Museum von Croon zu fragen. Der Wärter wirkt ziemlich aufgeblasen und hat diese kalten Augen, die niemals zu zwinkern scheinen. Verzeihung. Oui, Monsieur. Sind Sie Lobineau? Oh nein, wie können Sie mich nur mit ihm verwechseln? Nein, ich bin der Hilfshausmeister. Aber Lobineau arbeitet doch hier. Arbeiten? Also so würde ich das nicht unbedingt ausdrücken. Er studiert hier zwar an den meisten Tagen, aber wie Sie selbst sehen können, heute nicht. Wissen Sie etwas über die Tempelritter? Nein, Sir, nicht das Geringste. Wissen Sie etwas über mittelalterliche Handschriften? Ich doch nicht, Monsieur. Ich bin kein Gelehrter, auch wenn mich die Leute dafür halten. Macht wahrscheinlich die Uniform. Sie sehen die Uniform, Sie sind beeindruckt. Und bitten Sie, Ihre Autos zu parken? Und bitten mich, Ihre Autos zu parken? Nein, nein, nein. Sie nehmen an, dass ich eine Autorität für die mir anvertrauten Ausstellungsgegenstände bin. Obwohl Sie fast nichts über Geschichte wissen. So ist das auch wieder nicht. Ich sage nur, dass ich kein Gelehrter bin. Nicht wie Monsieur Lobineau. Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, Monsieur. Sollte ich ihn kennen? Vermutlich nicht. Was halten Sie von diesem Taschentuch? Absolut eklig, Monsieur. Haben Sie jemals vom Club à la Mode gehört? Oh nein! In solche Etablissements gehe ich nicht. Vielen Dank für Ihre Hilfe. In der Vitrine steht ein mickriges Dreibein, vom Alter geschwärzt und vom Rost zerfressen. Es ist identisch mit dem in der Handschrift abgebildeten Dreibein. Ein Schild datiert es auf das 15. Jahrhundert, Ursprung Westirland. Man hat es in Loch Marn gefunden, auf dem Gelände eines Tempelritterklosters. Irland. Was ist? Dieses Dreibein wurde in Irland gefunden. Ich muss Sie bitten, nicht so laut zu sprechen. Tut mir leid, ich war so aufgeregt. Als ich meine Hand in die Nähe der Vitrine strecke, schrillt es auf einmal los.
Ich erstarre. Dann versuche ich, mich zusammenzunehmen und nicht aufzufallen. No, Monsieur, no, et non. Okay, okay. Der Totempfahl sieht im Museum hier absolut fehl am Platz aus. Hallo, ich war im Museum von Kroon. Hast du mit Lobineau gesprochen? Nein, er war nicht da. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Da ist ein Typ mit Schwert und einem Stier. Zwischen ihnen steht ein Edelstein auf einem Dreibein. Da arbeitet jemand an einem Webstuhl. Ein Ritter mit einer Kristallkugel. Auf der Schriftrolle des Ritters steht ein Satz in Latein. Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen. Eine Frau sieht in den Spiegel in ihr Spiegelbild, aber das zeigt drei scheußliche Gesichter. Schau mal. Zwei Typen auf ein und demselben Pferd. Ich habe das Dreibein gefunden. Wo? Im Museum. Es gehörte den Templern. Es wurde in Irland ausgegraben, in Loch Marne. Ich habe von Loch Marne gehört. Ich habe einen Artikel über das Schloss gelesen. Sie selbst. Ein populäres Klatschmagazin. Liest du so einen Schund? Nein. Ich schreibe dafür. Professor Nigel Pegram gräbt das mittelalterliche Schloss in Loch Marne aus. Das ist merkwürdig. Was? Er trat von seinem Lehrstuhl in Durham zurück, um sich ganz der Ausgrabung zu widmen. Nicht nur das, er sagte die Dreharbeiten für den vierten Teil seiner populären Fernsehserie ab. Die Ausgrabungsstätte in Loch Marne muss für ihn unheimlich wichtig sein. Er ist ein Professor für Geschichte, die sind alle durchgedreht. Trotzdem, ich möchte mit diesem Professor Pegram reden. Was hältst du von einem Ausflug nach Irland? Könnte mir gefallen. Hä? Aber ich kann nicht. Ich möchte den Fall Bilotta weiterverfolgen. Wenn du wirklich glaubst, der Edelstein von Pegram sei wichtig, warum fährst du dann nicht nach Loch Marne? Alleine? Ich weiß nicht. Wo genau liegt Irland? Hast du noch etwas über die Morde herausgefunden? Nun, vielleicht ist das nicht wichtig, aber beide Opfer haben dieses Jahr Paris besucht. Wann? In der zweiten Juliwoche. Sie waren beide zur selben Zeit hier. Haben sie sich getroffen? Weiß ich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Zufall ist. Ich muss gehen. Okay, ich sehe dich später. Auf dem Weg nach Loch Marne komme ich an dem Schloss vorbei. Das Schloss, in dem Pegrams Ausgrabung stattfand. Ein mit Bier vollgesogenes Stück Handtuch. Ein mit Bier vollgesogenes Stück Handtuch. Der Typ sitzt in der Ecke, als sei er dort festgewachsen. Man hat mir beigebracht, dass man Leute nicht nach dem Aussehen oder nach ihren Kleidern oder der Länge ihrer Haare beurteilen darf. Aber keiner hat was von Triefnasen gesagt. Hallo, guter Mann. Was? Da haben Sie aber eine böse Erkältung. Sobald die Worte meine Lippen verlassen, tun sie mir schon tierisch leid. Gibt es eine Erkältung, die nicht böse ist? Die Frage habe ich schon Pater Mahoney gestellt. Vater, sage ich, warum wurden wir geboren, um unter Rotznasen zu leiden? Was hat er gesagt? Er sagt, das wäre meine Belohnung, weil ich mich die ganze Nacht wie ein Sünder draußen rumtreiben würde. Brüder Frömmler.
Egal. Das hier ist keine gewöhnliche Erkältung, das ist Heufieber. Polynosis? Danke. Sie sind nicht zufälligerweise vor der Polizei, hä? Entschuldigung. Polizei? Nein, das wüsste ich. Darf ich Ihnen ein Bier ausgeben? Nett von Ihnen, aber ich trinke das Zeug nicht, was Leary hier ausschenkt. Was ist los damit? Ich habe gesehen, was es anrichten kann. Können Sie mir sagen, wie ich in das Schloss hineinkomme? Schlagen Sie sich das ganz schnell aus dem Kopf, Jungchen. Lochmann Castle ist verflucht. Geister stören mich nicht. Ich will das Schloss sehen. Können Sie aber nicht. Ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Aber es gibt hier niemanden, der mich davon abhalten könnte, oder? Richtig. Zumindest kein Mensch. Haben Sie den Geist mal gesehen? Ja, doch. Mit meinen eigenen Augen. Können Sie den Geist beschreiben? Es war furchtbar. Ein schrecklich verkrüppeltes Biest. Langer Schnabel, zerzaust, schlagende Flügel. Sind Sie sicher, dass das kein Tier war? Ein Kaninchen? Ein Stinktier oder sowas? Stinktier? In Lochmann? Das möchte ich gerne mal erleben. Nein, das war einwandfrei ein Geist. Kennen Sie Pegram, den Archäologen? Das ist der mickrige Typ, der am Schloss rumschnüffelt, ja? Nein, den kenne ich nicht. Was machen Sie denn da? Das ist eine Halskette, Jungs. Oh, klar. Aus Stahldraht. Richtig. Eine Halskette für meine Süße. Wenn mein kleiner Liebling fühlt, wie sich die Kette um den schlanken Hals legt, gehört sie mir. Mir ganz allein. Bis dann. Sobald der alte Macker mal nicht hinsieht, klaue ich mir sein Drahtstück. Den jungen Rotschopf macht irgendetwas offensichtlich ganz schön nervös. Die weißen Barthaare sehen im roten Gesicht des Barkeepers wie Girlanden an einem Weihnachtsbaum aus. Die Ähnlichkeit geht sogar noch weiter. Sein Kopf ist so rund und glatt, dass man ihn echt für eine Christbaumkugel halten könnte. Sein Kuhgesicht zeigt den leeren Ausdruck, der deutlich besagt, keiner zu Hause. Der Typ sitzt in der Ecke, als sei er dort festgewachsen. Ich heiße George. Nett, Sie kennenzulernen, Mister. Ich heiße Fitzgerald. Was können Sie mir über das Schloss erzählen? Da gibt's nicht viel zu sehen. Das ist bloß eine alte Ruine. Wie alt? Kann ich Ihnen echt nicht sagen. Haben Sie sich das Schloss schon mal genauer angesehen? Früher habe ich da ab und zu mal gespielt, als ich noch klein war. Dann ist mal eines der Kinder von der Mauer gefallen. Schädelbruch. Tot. Wir sind da nicht mehr hingegangen. Sind Sie kürzlich mal da gewesen? Nein. Kennen Sie Dr. Pegram? Das ist dieser Archäologe, oder? Richtig. Haben Sie bei Dr. Pegrams Ausgrabung mitgearbeitet? Haha, wie kommen Sie denn auf die Idee? Kann ich Ihnen noch ein Bier ausgeben? Oh nein, danke. Ich sollte eigentlich gar nichts trinken. Ich muss Tabletten nehmen für meine Nerven. Mehr als ein Glas und ich kippe um. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, den kenne ich ganz sicher nicht. Bis später. Hi, ich heiße Stobbart, George Stobbart. Hallo, Mister. Was kann ich für Sie tun? Kennen Sie Dr. Pegram? Ob ich den kenne? Ob ich den guten Doktor höchstpersönlich kenne? Ne. Ich meine, ich weiß, wer er ist, aber persönlich? Nee. So gut kenne ich ihn nun auch wieder nicht. Was wissen Sie über Pegrams Ausgrabung? Nur, dass er dafür nicht die richtigen Werkzeuge dabei hatte. Was der gebraucht hätte, waren Schaufeln und ein Bagger. Pegram hat nach geschichtlichen Überresten gegraben, nicht nach Kohle. Ach ja? Wofür ist denn das gut? Das nennt man Wissenschaft und Archäologie, Pat. Mit dem, was die Leute hinterlassen haben, will man verstehen, wie die Leute gelebt haben.
Eines Tages buddeln Archäologen vielleicht unsere Überreste aus. An was Sie alles denken, Mr. O'Brien. Möchte zu gern wissen, was Sie dann finden. Naja, jedenfalls keine Pfeilspitzen und Gefäße. Vermutlich Hamburger-Verpackungen und Kondome mit Geschmack. Hat jemand aus dem Dorf bei Pegrams Ausgrabungen mitgearbeitet? Ich habe selbst versucht, aber der eingebildete Archetyp hat gesagt, ich wäre inkontinent. Sowas aber auch. Habe ich nicht mehr Löcher gebuddelt als alle anderen zusammen? Haben Sie jemals Sean Fitzgerald an der Grabungsstelle gesehen? Mal sehen. Ich glaube, mein Gehirnkasten braucht ein bisschen Schmierung. Darf ich Ihnen einen Drink spendieren? Aber immer doch. Geben Sie mir einen Drink für meinen Freund hier. Wer? Doyle? Hatte sie belabert, ihm einen auszugeben? Schäm dich, Patrick. Nochmal dasselbe? Diesmal nur ein Pint, Michael. Ein Pint braune Suppe, sofort. Erinnern Sie sich jetzt an Sean Fitzgerald? Ich sehe die Szene vor mir, als wäre es erst letzte Woche gewesen. Wenn ich es mir genau überlege, dann war es auch erst letzte Woche. Oh ja, und ob Fitzgerald da war. Er und so ein Trupp Studenten. Er hat mit dem Oberboss palabert. Können Sie mir etwas über das Schloss auf dem Berg erzählen? Ach, ich weiß über nichts was. Sie sollten Mr. O'Brien da drüben fragen. Bei dem weiß man nie, was er so alles weiß. Sind Sie denn einer von den Geschichtstypen da? Oh nein, ich mache hier Urlaub. Was denn das? Ferien, Pat. Amerikaner sagen zu Ferien Urlaub. Oh, echt? In Loch Marn? Die kommen nach Loch Marn, um Ferien zu machen? Klar, ist doch sehr hübsch hier. Wo zum Teufel kommen Sie denn her, Mister? Kalifornien. Kenn ich. Da kommen die ganzen getrockneten Pflaumen her. Ja, unter anderem. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Sieht ja echt toll aus, der Typ. Ist das ein Filmstar? Dann mal tschüss. Hallo, Alemann. Ich heiße George Stobbart. Freut mich, Sie kennenzulernen. Glaube ich zumindest. Ich bin O'Brien. Kann ich Ihnen helfen? Kennen Sie Sean Fitzgerald? Ja, doch. Was wollen Sie von ihm? Ich möchte mit ihm über seine Arbeit bei der Ausgrabung sprechen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand Sean Fitzgerald bei einer Ausgrabung anstellen würde. Der kann doch ein Loch im Pfosten nicht von seinem Ellbogen unterscheiden. Haben Sie jemals von den Tempelrittern gehört? Aber natürlich, eine wirklich bemerkenswerte Institution. Wussten Sie, dass Sie die Erfinder des Kreditwesens sind? Ihr Finanzimperium erstreckte sich vom Atlantik bis zum Kaspischen Meer. Weil Sie Stützpunkte in so vielen Ländern hatten, mussten Sie neue Methoden für Steuertransfers etablieren. Also waren die Tempelritter nur ein paar Banker? Verstehe ich nicht. Wollen Sie damit sagen, dass diese Tempeljungs die Bankgebühren erfunden haben? Könnte man auf gewisse Weise wohl so ausdrücken. Das war eine echte Gemeinheit. Warum hat sie keiner aufgehalten? Oh ja, sie wurden verhaftet und eine Menge von ihnen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Sehr gut. Haben sie auch verdient, wenn sie genauso sind wie mein Bankmensch. Was können Sie mir über das Schloss sagen, Mr. O'Brien? Sieht gut aus, nicht? Geht zurück bis ins 10. Jahrhundert, wissen Sie? Die meisten Gebäude wurden natürlich erst viel später dazugebaut. Sind die Ruinen für die Öffentlichkeit zugänglich? Oh nein, das wäre viel zu gefährlich. Außerdem gibt es da oben nichts mehr, was interessant wäre. Wie komme ich rein in das Schloss? Diese Mauern wurden speziell dafür gebaut, Leute daran zu hindern, ins Schloss zu gelangen, Mr. Stobbart. Aber ich würde sagen, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Können Sie mir was über das Dreibein erzählen, das man oben im Schloss gefunden hat? Darum haben sich schon eine Menge Leute geprügelt. Wurde von einem Engländer mit archäologischen Ambitionen ausgebuddelt. Wer war dieser Engländer? Professor Pegram, derselbe Mann, der den Edelstein ausgegraben hat. Wissen Sie, wo ich Professor Pegram finde? Da kommen Sie ein bisschen zu spät, wenn Sie ihn treffen wollen. Ist er tot? Das nicht, aber er ist nicht mehr im Dorf. Ein Wunderpunkt bei unserem hochverehrten Gastgeber, möchte ich noch hinzufügen. Wissen Sie, wohin Pegram gegangen ist? Tut mir leid, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Er hat in der Dunkelheit den Anker gelichtet und ist vor dem Morgengrauen ausgelaufen. Und warum?
Wer weiß, ein schlechtes Gewissen, ein geheimer Auftrag? Egal warum, hier in Loch Maren wird ihn keiner vermissen. Vielleicht können wir jetzt, nachdem sich die ganze Aufregung über den Edelstein gelegt hat, endlich wieder zu normalem Leben zurückkehren. Was können Sie mir über den Edelstein sagen, den Pegram gefunden hat? Also das ist ein Edelstein, von dem man lieber die Finger gelassen hätte. Ein Mann muss von Gier zerfressen sein, um den Stein zu entwenden. Warum sind Sie an dem Edelstein interessiert? Sie sind doch wohl kein Reporter, oder? Oh nein. Dem Himmel sei Dank dafür. Warum hat sich der Vermieter so über Pegrams Abreise aufgeregt? Er hat einen zahlenden Gast verloren, darum. Und was noch schlimmer ist, da steht immer noch die Sache mit der unbezahlten Rechnung im Raum. Michael sieht rot, wenn die Sprache darauf kommt, und ich kann es ihm noch nicht mal verübeln. Können Sie mir mehr über den Vermieter erzählen? McLeary. Er ist das, was man einen Mann von Welt nennt. Das Problem ist, dass seine Welt beim Toilettenpapier endet. Habe ich nie verstanden, warum er das macht. Ist doch viel zu dunkel da drinnen, um zu lesen. Das ist wahr. Hast du jemals mit der Hand die Innenseite von der Tür befühlt? Das Graffiti ist in Blindenschrift geschrieben. Also dann bis später. Mr. Fitzgerald? Doyle sagte mir, dass Sie definitiv bei der Ausgrabung mitgearbeitet haben. Er hat Sie dort gesehen. Sie können es also ruhig zugeben. Ich wusste, dass das passieren würde. Ich wusste, dass man mich erwischt. Ich muss mit Dr. Pegram reden, falls er noch am Leben ist. Meinen Sie damit? Ist er in Gefahr? Yeah, und Sie auch, wenn ich recht habe. Sie sind nicht vom Sozialamt? Großer Gott, nein. Wie kommen Sie denn darauf? Naja, ich habe Arbeitslosengeld bezogen, als ich für Pegram unterwegs war. Darüber habe ich nicht zu urteilen. Das müssen Sie schon mit Ihrem Gewissen selbst ausmachen. Ich will lediglich mit Pegram über den Edelstein reden. Er ist aber nicht... Ich weiß, aber er hat Ihnen ein Päckchen dagelassen, stimmt's? Also, wo ist Pegram hingegangen? Ich weiß es nicht, wirklich. Er ist zu mir gekommen, heute Morgen, ganz früh. Sagte, er würde weggehen. Er sagte, ich soll dieses Päckchen jemandem geben. Heißt Marquet oder so. Zeigen Sie mir, was in dem Päckchen ist. Das kann ich nicht. Warum nicht? Das habe ich dem Professor versprochen. Na und? Sie hatten ja auch keine Skrupel, als Sie sich Ihre Unterstützung erschwindelt haben. Also was kann es schaden, mal einen kleinen Blick in Pegrams Paket zu werfen? Sie kennen diese Leute nicht. Das kann ich nicht. Ich traue mich nicht. Das ist Ihre letzte Chance, mir das Päckchen zu zeigen, Fitzgerald. Bis jetzt hatte ich viel Geduld mit Ihnen. Aber jetzt ist es Zeit, dass wir mal Tacheles reden. Aber er wird mich umbringen. Wer? Der Mann aus Paris. Jacques Marquet. Pegram hat mir gesagt, wenn ich ihm das Paket geben würde, ungeöffnet, wäre alles in Butter. Wenn ich Marquet übers Ohr hauen wollte, wäre ich tot. Ich werde mich um diesen Jacques Marquet kümmern. Geben Sie mir das Paket. Nein, warum sollte ich Ihnen vertrauen? Ich weiß schon gar nicht mehr, wem ich trauen soll. Ich wünschte mir, ich hätte nie etwas von dem Loch Maren Edelstein gehört. Hey, ich hab grad einen großen roten... Raus hier, McGuire. Komm wieder, wenn du alt genug bist. Was brabbelt der Junge da? Ein großer roter Sportwagen. Sean Fitzgerald ist überfahren worden. Raus hier. Mann, mach die kleine Ratte einen Krach. Vielleicht solltest du einen medizinischen Brandy rausbringen, Michael. Ach ja, und wer bezahlt dafür? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich hab die Wahrheit über Fitzy erzählt, Mister. Okay, immer mit der Ruhe. Erzähl mir doch mal, was los war. Ich stand hier und hab nicht weiter viel gemacht. Und da sehe ich diesen ultrascharfen roten Sportwagen, wie er über den Hügel kommt. Boy, guck dir das an, sag ich. Geh rüber und will ein bisschen näher gucken. In dem Moment kommt Fitzy aus dem Pub geschossen und reißt mich fast um. Egal, er rennt jedenfalls raus auf die Straße. Das Auto kommt direkt auf ihn zu. Es war zu schnell für den armen alten Fitzy. Ich bin tierisch reingedonnert. Er fliegt durch die Luft. Der Kerl, sag ich. Der Typ ist platt.
Im nächsten Augenblick hüpft der Fahrer aus dem Auto und ich wollte meinen Augen nicht glauben. Er war wie ein verdammter Leprechaun-Kobold angezogen. Hallo da drüben. Was? Wie heißt du, Kleiner? Wen nennen Sie hier Kleiner? Wer zum Teufel sind Sie? Ich bin George Stobbart und ich gehöre zu den guten Jungs. Sie haben ein Rad ab, Mister. Noch alle Tassen im Schrank? Lass den Quatsch und sag mir deinen Namen. Liam McGuire. Und warum hängst du hier in der Bar rum, McGuire? Ich bin auf der Flucht. Vor meinen Alten. Warum? Hast du irgendwas ausgefressen? Ey, Mann, ich hab nichts gemacht. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben, Kleiner. Ist es dein Vater? Naja, wissen Sie, er trinkt. Sogar den letzten Penny schüttet er sich noch in seinen verdammten Hals. Und dann ist da noch meine alte Mutter. Liegt im Bett, todkrank. Ich hab versucht, Medizin für sie zu kaufen. Hab für Pater Mahoney Feuerholz gehackt, bis meine Finger geblutet haben. Der alte Geizhals hat mich auch noch betrogen. Aber ich hab die Pennys, die er mir gegeben hat, nach Hause gebracht. Ey, Mama, hab ich gesagt. Guck doch mal, was dein Kleiner mit richtig ehrlicher Arbeit verdient hat. Und da plötzlich taucht mein Alter auf und krapscht sich die Kohle. Ich geh nach Dublin, sauf mir einen an, sagt er. Pass bloß auf, wenn ich zurückkomme. Und da bin ich abgehauen. Irgendwie sagt mir das Grinsen auf seinem Gesicht, dass das wohl nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Im Vergleich zu ihm war Huckleberry Finn das reinste Unschuldsengelchen. Hatte dieser Kobold eine Narbe im Gesicht? Keine Ahnung. Der Typ hat so eine blöde Maske getragen. Sind Sie ein Spezialagent? Da muss ich dich leider enttäuschen. Nein. Ist dir ein Typ aufgefallen, der wie ein Clown ausgesehen hat? Hier in Loch Marn? Hier sehen doch alle wie Clowns aus. Der Mann, den ich suche, ist ein gefährlicher Psychopath. Kerl! Genau wie in dem Film, den ich gesehen hab. Da ist dieser Clown, wissen Sie? Also der ist hinter einem Kid her, das da gesehen hat, wie er einen Typen umgelegt hat. Er versucht, den Sheriff zu warnen, aber keiner glaubt ihm. Und dann, wo er in der Badewanne liegt, kommt der Clown und zerlegt ihn mit einer Kettensäge. Mein Gott, hört sich nicht so an, als ob das schon das Richtige für dich wäre. Was bilden Sie sich eigentlich ein, ey? Ich bin 25. Blödsinn, du bist nicht älter als 14. Oh nein, 25 bin ich, jawohl. Verheiratet, hab ein Auto und 3 Kinder. 10 Kinder, wenn man die von meiner Frau mit dazu zählt. Ist Fitzgerald etwas runtergefallen, als ihn das Auto erwischte? Ich hab nichts gesehen. Das ist alles viel zu schnell gegangen. Vielleicht ist das Päckchen ja irgendwo verschwunden. Was kannst du mir über das Schloss erzählen, McGuire? Was wollen Sie wissen? Naja, kann ich da reinkommen? Nee, das Ding ist abgeschlossen. Wohnt da jemand? Nee. Nur... Was? Ach, nix. Du weißt doch was über das Schloss, was du mir nicht sagst, hä? Nö. Was ist da los? Gibt's da was, wovor du Angst hast? Ich hab ja überhaupt nix Angst. Ich gebe dir noch eine letzte Chance, mir was über das Schloss zu erzählen. Ach ja? Und wenn ich nichts sage? Dann bringe ich dich in die Schule zurück. Oh, da gibt's ein Gespenst. Wir nennen es das Phantom von Loch Marn. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du an Gespenster glaubst, hä? Mister, das habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen. Dienstagnacht bin ich hingeschlichen. Wollte mir mal ansehen, was die ganze Graberei sollte. Gerade als ich oben an der Mauer bin, höre ich dieses abgefahren gruselige Geräusch. Was für ein Geräusch? So ein ekelhaftes Schnaufen und Schnüffeln. Wie das Schwein von O'Brien, nur schlimmer. Kam aus dem Schloss. Hast du herausgekriegt, wer dieses Geräusch im Schloss gemacht hat? Noch was? Ich war da auf der Mauer wie festgefroren. Es war so hell wie unter Rosie O'Hallahans Rock. Der Hof war voll mit Schatten, in denen sich alles Mögliche verstecken konnte. Ich wäre ja nach Hause gegangen, aber meine Beine wollten einfach nicht. Hast du das Gespenst gesehen? Na und ob, Mann! War das gruselig! Ich saß da also auf meinem Hintern rum und hab gewartet, bis der Mond unterging. Und da ist es dann aus dem Schatten rausgekommen. Ganz grau und zerlumpt und verkrüppelt wie eine alte Weide. Dann höre ich dieses Rumtapsen und Platschen und einen grauenhaften Schrei im Dunkeln. Ich hab mich dermaßen erschreckt, bin doch glatt von der verdammten Mauer runtergedonnert. Ich bin sicher, dass es eine vernünftige Erklärung für das gibt, was du gesehen hast. Natürlich gibt's sie. In dem verdammten Ding spukt's.
Hast du den Mann schon mal gesehen? Mann, ist das ein Schleimbolzen. Nö, nie gesehen. Bis später dann. Okay, Mister. Die Plastikabdeckung ist zersplittert und weggebrochen. Darunter kann man einen Schalter sehen. Ich drücke den Schalter nach unten, was damit endet, dass er abbricht und ich ihn in der Hand halte. Einen wunderschönen guten Morgen. Verzeihung? So sagt man doch hier in Irland, oder nicht? Wollen Sie was haben oder nur Ihre Xenophobie streicheln? Ich wollte nur freundlich sein. Wollen Sie ein Zimmer? Keine schlechte Idee. Haben Sie was frei? Möglicherweise, wenn Sie warten wollen, bis der jetzige Gast auscheckt. Kein Problem. Was meinen Sie, wann das sein wird? Sobald ihn der Totengräber abholt. Haben Sie vor kurzem irgendwelche Clowns bedient? Nein, Sie sind heute der Erste. Kennen Sie einen Mann, der Pegram heißt? Und ob? Sind Sie zufälligerweise ein Freund von ihm? Oh nein, ich versuche nur, ihn zu finden. Ich auch. Der Mistkerl gehört hinter Gitter. Hat Pegram hier gewohnt? Ja, hat er. 6 Übernachtungen plus Frühstück. Ich versuche mal ein Glas Bier, bitte. Ist das Ihr erstes Glas echtes Ale? Ich würde ich mal sagen. Was ist das überhaupt, echtes Ale? Bier, das aus natürlichen Zutaten nach traditionellen Methoden gebraut wurde. Sollte nicht unter Druck oder kühl gelagert werden. Und außerdem sollte es einen guten Körper und einen unverwechselbaren Charakter haben. Mit anderen Worten, es ist abgestanden, warm, es schwimmt Zeugs drin herum. Und es haut einen um. Tut mir leid, aber die Pumpe scheint kaputt zu sein. Ich könnte sie für Sie reparieren. Glaube ich nicht. Das ist ein Fall für einen erfahrenen Elektriker. Na ja, wenigstens funktioniert die Spülmaschine noch. Heute ist einfach nicht mein Tag, Ganz zufälligerweise bin ich Elektriker. Hier meine Karte. Na, ist das nicht fantastisch? Hier ist ein Haus, das von unerklärlichen defekten Leitungen gequält wird. Und da sind Sie, ein Elektriker, mit einer kleinen Plastikkarte als Empfehlung. Ich will erst mal sehen, was Sie können, bevor ich Sie an meine Bier pumpen lasse. Sie können ja mal mit der Spülmaschine da anfangen. Wenn Sie damit fertig sind, schauen Sie sich dann mal die Pumpen an. Eine elektrische Spülmaschine. Sieht sogar noch älter aus als der Barkeeper. Ich kann nicht erkennen, was an der Maschine kaputt ist. Vermutlich die Elektrik. Ein Stecker, der an der Spülmaschine hängt. Ich benutze meine gesammelten Kenntnisse auf dem Gebiet der Elektrik, um den Stecker zu untersuchen. Ich überbrücke die Sicherung mit einem Stück Draht. Ich weiß, dass das gefährlich ist, aber ich bin allmählich so verzweifelt, dass ich bereit bin, alle Sicherheitsvorkehrungen über Bord zu werfen. Entschuldigen Sie, Mr. Leary. Ich habe Ihre Spülmaschine repariert. Alles in Ordnung. Wahnsinn. Und ein Dankgebet an alle Heiligen. Und ein Bier für den Mann hier, auf Kosten des Hauses. Okay. Könnten Sie sich jetzt mal die Bierpumpen anschauen? Könnte ich schon, aber versprechen kann ich nicht. Wenn Sie die Dinger nicht reparieren können, bricht hier ein Aufstand los. Die Pumpen sind im Keller, richtig? Richtig. Da unten liegt auch irgendwo eine Taschenlampe rum.
Es ist der Hebel, der die Falltür sichert. Ich drücke gegen den Hebel und höre das Knirschen von Metall, aber es passiert weiter nichts. Eine Falltür im Gehweg. Ich hebe die Falltür hoch und ein überwältigender Gestank von schalem Bier steigt aus dem Keller auf. Ich sehe auf den gefliesten Boden runter, viel zu weit für einen Sprung. Verzeihung. Ich habe so ein flaues Gefühl in der Magengegend, etwas, was ich normalerweise nur bei Operetten bekomme. Es ist Khan. Was ist los? Haben Sie gesehen, was hier vor ein paar Minuten passiert ist? Was denn? Ein Mann hatte einen sehr bedauerlichen Unfall. Ich habe nichts gesehen. Und der Junge? Der hat auch nichts gesehen. Der Junge, naja, Sie wissen doch, wie es in diesen ländlichen Gegenden zugeht. Dem fehlen ein paar Chromosomen, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich bete, dass McGuire schlau genug ist, einmal den Mund zu halten. War der Mann schwer verletzt? Man hat sich um ihn gekümmert, aber er glaubt, er hat ein Päckchen fallen lassen. Sie haben es nicht zufälligerweise gefunden, oder? Nein, und ansonsten hätte ich es zur Polizei gebracht. Natürlich. Danke. Jetzt, wo ich was sehen kann, finde ich Mr. Learys Taschenlampe ohne Probleme. Plötzlich bemerke ich eine Reflexion. Irgendetwas funkelt unter der offenen Falltür. Es ist tatsächlich Pegrams Edelstein. Ein großer, ungeschliffener, blauer Stein. Ich denke, er hat mich bereits in seinen Bann geschlagen. Haben Sie es gefunden? Was? Das, was Sie gesucht haben. Ja. Hör zu, McGuire. Ich will, dass du das für dich behältst. Null Problemo. Besorgen Sie uns einfach einen Kasten Bier. Kommt nicht in Frage. Du bist noch nicht alt genug. Wir können das Zeug verkaufen und damit ein bisschen Bares besorgen. Vergiss es, Kleiner. Ich kann Mr. Learys Vertrauen nicht so missbrauchen. Ich schon. Der alte Miesepeter verdient's nicht anders. Wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann halt nach dem Typ in diesem Anzug Ausschau. Okay, aber das kostet sie eine Tüte Chips. Und schrei, wenn du den Ferrari siehst. Ein rostiger Wasserhahn. Die wenigen Tropfen feuchten das Handtuch gerade soeben an. Der Wasserhahn knarrt, hustet und spuckt einen Strom von rostfarbenem Wasser aus. Ich halte das Handtuch unter den Hahn, bis es sich mit Wasser vollgesogen hat. Ich drehe den Wasserhahn so fest zu, wie es nur geht, aber er tropft weiter. Er hört nicht zu. Das zerfurchte Gesicht des Farmers zeigt einen Ausdruck ästhetischer Andacht. Seine Füße stecken in einem Paar mistverschmierter Stiefel. Hi, sprechen Sie Englisch? Und was ist, wenn ich Nein sage? Die Implikation von Erkennung verschleiert in Negierung. Eine sehr schöne Approximation eines Paradoxon, muss man wirklich sagen. Ich bedenke ihn mit dem Blick, den ich perfektioniert habe, als ich 12 war und der größte Hypnotiseur aller Zeiten werden wollte. Der Blick ist ein Killer. Versuchen Sie, mich zu hypnotisieren oder leiden Sie an Verstopfung? Nur dumm, dass ich außer Übung bin. Was können Sie mir über die Burg erzählen? Nicht viel, tut mir leid.
Das meiste ihrer Geschichte ist in Vergessenheit geraten. Ja, aber wenn diese alten Steine sprechen könnten, was für Geschichten wüssten sie zu erzählen? Geschichten, bei denen sich die Zehennägel aufrollen und das Blut gefrieren würde. Wissen Sie, das Schloss soll angeblich über 600 Jahre alt sein. Haben Sie Dr. Pegram gesehen? Nein, der hat gepackt und ist verschwunden. Wissen Sie wohin? Zurück nach England, nehme ich an. Haben Sie einen roten Sportwagen die Straße runterkommen sehen? Ich habe einen roten Blitz gesehen und den Krach gehört. War ein furchtbares Geräusch. Ein Sportwagen, sagen Sie? Ein Ferrari, um genau zu sein. Ein Rennwagen? Und was macht er hier? Der arme Kerl hat sich bestimmt verfahren. Der Fahrer des Ferraris hat einen Unfall verursacht. Ach ja? Ja, yeah, er hat jemanden vor der Bar umgefahren. Was für ein Idiot. Wie konnte sowas passieren? Er war zu schnell. So schnell, dass er direkt unter das Auto gerannt ist? Ich meinte, das Auto war zu schnell. Der Idiot hätte das Auto doch wenigstens hören müssen. Vielleicht kennen Sie ja den Mann, der vom Ferrari angefahren wurde. Er heißt Sean Fitzgerald. Oh, den kenne ich wohl. Das ist mein Neffe, der Idiot, der meinen Heuwagen beladen hat. Hat ihn das Auto voll erwischt? Oh nein, anscheinend war er nicht verletzt, aber er wurde entführt. Das ist ja eine Erleichterung. Wollen Sie Ihren Neffen nicht suchen? Wozu? Nach dem, was Sie erzählen, ist es eh zu spät. Sie könnten die Sache der Polizei melden. Lieber nicht. Und überhaupt, was sollen die denn dabei tun? Sie könnten eine Suche organisieren. Die beiden haben zusammen mal gerade ein Fahrrad. In Sachen bessere Beschleunigung würde ich mein Geld jederzeit auf den Ferrari setzen. Ich denke, Sie sollten wissen, in was Sean hineingeschlittert ist. Ich bin nicht sicher, ob ich's wissen will. Aber Sie sind sein Onkel, sein eigen Fleisch und Blut. Sie haben ja recht. Aber was soll ich machen? Wenn ich den Heuhaufen hier nicht bewache, kommt vielleicht so ein Idiot und versucht hinaufzuklettern. Das ist ein schreckliches moralisches Dilemma. Hier bleiben und diese potenziell tödliche landwirtschaftliche Konstruktion bewachen? Oder sich auf die Suche nach dem Superneffen zu machen, nach jenem Mann, der für genau diese Gefahr verantwortlich ist? Darüber muss man erst einmal nachdenken. Wieso? Da gibt es doch überhaupt kein Problem. Sie haben recht. Warum habe ich nicht gleich daran gedacht? Wir reißen den Heuhaufen einfach ab. Sie müssen den Heuhaufen doch nicht demolieren, nur um nach Sean zu suchen. Ich bleibe an Ihrer Stelle hier und warne alle, die dämlich genug sind, darauf zu klettern. Fantastisch! Ich denke, ich sollte meine Nachforschungen in der Bar beginnen. Er zog in Richtung auf McDavids Bar los und gab mir Gelegenheit, mich mit dem Heuhaufen zu beschäftigen. Der Stapel aus Heuballen reicht bis kurz unter den Rand der Mauer. Ich kann mich recken, so viel ich will. Die Mauerkrone ist außer Reichweite. Was mir fehlt, ist ein Stück aus Alice Wunderland. Ich stecke das Ende des Werkzeugs in den Riss und schiebe den Deckelheber mit Schwung hinein. Er bleibt in der Wand stecken und sieht wie eine extra dafür gebaute Trittstufe aus. Ein rostiges Stück Eisen, vielleicht ein Teil von einem Pflug oder etwas Ähnlichem. Der Strick, mit dem die Ziege festgebunden ist, hat sich in der alten Pflugschar verheddert.
In der Wand kann man 5 Löcher sehen. Sie sind dort wohl mit Absicht gebohrt worden. Ich stecke meine Finger und den Daumen in die Löcher in der Wand. Nichts geschieht. Eine Statue, die von ihrem Platz an der Wand heruntergefallen ist. 5 Steinfinger ragen aus der Rückseite der Skulptur heraus. Die Statue ist zu schwer. Ich kann sie nicht hochheben. Sie verliert das Gleichgewicht und fällt in den Sand. Die Statue liegt mit dem Gesicht nach oben im weichen Sand. Die Statue liegt mit dem Gesicht nach oben im weichen Sand. Als ich den Stein aufstelle, bemerke ich, dass er ein paar Löcher im Sand hinterlassen hat. Die 5 Finger auf dem Rücken der Statue haben perfekte Eindrücke im feinen Sand hinterlassen. Der Sack enthält ein feines weißes Pulver. Als ich meine Finger in das weiche weiße Pulver stecke, wird mir klar, um was es sich handelt. Gips. Damit habe ich im Kindergarten Abdrücke von Pfotenspuren gemacht. Ich streue Gips auf den Sand, bis die Löcher gefüllt sind. Ich streiche den Gips auf dem Sand glatt. Dies ist meine erste Erfahrung in puncto Heimwerken. Das Wasser wird von dem Gips rasch aufgesogen. Vorsichtig hebe ich das hart gewordene Stück Gips aus dem Sand. Auf der Rückseite bildet es eine perfekte Kopie der Statue. Ich stecke meine Finger und den Daumen in die Löcher in der Wand. Nichts geschieht. Die ausgehärtete Gipsform passt perfekt in die 5 Vertiefungen. Man hört ein leises Klacken, dann ist Ruhe. Jemand hat mir auf den Anrufbeantworter gesprochen. Jemand hat mir auf den Anrufbeantworter gesprochen. Sie haben 3 neue Nachrichten. Hey, Collar, ich bin's, dein Lieblingsredakteur. Rate mal, warum ich anrufe. Ich geb dir noch eine Chance. Ich brauche jemanden, der die Fernsehspalte schreibt. Wird mies bezahlt, aber das kennst du ja. Wenn du Interesse hast, schau mal hier im Büro rein. Oder schau besser auf jeden Fall mal rein. Wir müssen uns mal unterhalten, Nico. Diese Story von dir, die ich abgeblockt habe, die ist noch nicht vom Tisch. Du hast dir da draußen ein paar gefährliche Feinde gemacht. Hallo Nico, ich bin's, dein alter oder eher dein neuer Kumpel George. Boah, Irland ist wirklich ein abgefahrenes Land. Und ich habe auch tolle Neuigkeiten für dich. Eine Riesen-Story, genauer gesagt. Oh, ich muss los. So ein Typ hier will mir unbedingt einen ausgeben. Also bis morgen, Nico. Slan, da staunst du, was? Erst einen Tag hier und schon spreche ich Gälisch wie ein Eingeborener. Mademoiselle Collard, hier spricht Imelda Carchon.
Ich wollte mich noch einmal für Ihr Verständnis bedanken, als hätten Sie nicht Lust, zum Essen vorbeizukommen. Morgen? Ich habe Ihnen viel zu erzählen. Heute Abend kommt mich ein Monsieur Merlin besuchen. Er behauptet zu wissen, warum Pierre ermordet wurde. Er müsste gleich hier sein. Ich werde Ihnen dann erzählen, was er gesagt hat. Leben Sie wohl, meine Liebe. Bis morgen. Merlin? Meine Güte, Merlin ist doch der Killer. Ich muss sofort hinfahren und Sie warnen. Wenn es für Doppelzüngigkeit Orden gäbe, würde Imelda vom Gewicht der Dinger vorn überkippen. Und ich schulde ihr nichts. Aber ich kann sie doch nicht einfach sterben lassen. Bei meinem Eintreffen ist der Hof des Palais Royal verlassen. Ich kann nur hoffen, dass ich den Mörder hier erwische. Ich muss Imelda warnen, bevor es zu spät ist. Abgeschlossen. Durch so eine Tür komme ich nicht durch. Die Sprechanlage ist außer Betrieb. Schlechtes Zeichen. Jemand hat den Draht gekappt. Es wird durch Drähte zusammengehalten. Vielleicht ist das ja gar kein Kunstwerk. Vielleicht ist es eine Art Mobilfunkmast. Man sagt... sitzt bombenfest. Möglicherweise, um Kritiker daran zu hindern, etwas mitgehen zu lassen. Wer sollte sowas sonst tun? Es wird durch Drähte zusammengehalten. Vielleicht ist das ja gar kein Kunstwerk. Vielleicht ist es eine Art Mobilfunkmast. Ein durchschnittlicher Fixierungsdraht für moderne Kunst. Ich löse den ersten Draht. Ich löse den zweiten Draht. Selbst als beide Drähte entfernt sind, bleibt die Statue stehen. Wenn ich das Ding auseinandernehmen kann, kann ich alles auseinandernehmen. Das zerbrochene Fenster scheint der beste Weg zu sein, hineinzukommen. Das Fenster wurde mit einer Industrieplastikfolie abgedeckt. Die Plastikfolie ist dick und stark. Mit bloßen Händen kann ich die nicht zerreißen. Mein Gott, ich komme zu spät. Imelda! Oh nein. Nico? Keine Bange, das kommt schon in Ordnung. Du weißt, dass das nicht stimmt. Es war Merlin, nicht wahr? Gekleidet wie ein Edelmann. Wie absurd. Du bist gekommen, um mich zu warnen, nicht wahr? Ich muss verrückt sein. Lass dich ansehen, Nicole. Die ganze Zeit haben sie mich nur benutzt. Wer ist die wahre Imelda? Du bist ein außergewöhnliches Mädchen. Thierry wäre stolz auf dich. Sie kannten meinen Vater doch gar nicht. Du bist wie er. Vor allem die Augen. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, um einander kennenzulernen. Sie ist tot. Sie hat mich belogen, betrogen und benutzt. Aber warum? Selbst im Tode sieht Imelda unverändert aus.
Schön, rätselhaft. Die Eiskönigin allein in ihrem Eispalast. An ihrem Hals befindet sich ein Medaillon. Ich öffne es. Es enthält einen kleinen goldenen Schlüssel. Ich nehme den Schlüssel. Ich muss gehen. Ich weiß, dass ich nie wiederkommen werde. Im schwachen Licht sehe ich etwas metallisch aufblitzen. Jemand hat eine kleine, bösartig aussehende Metallscheibe unter die Schatulle meines Vaters geschoben. Es ist eine Wanze. Oh, chère Cousine. Du hast mir also wirklich ein kleines Geschenk dagelassen. Wäre doch nicht nötig gewesen. Du machst mir keine Angst. Das Beste... Diese Schatulle hat mein Vater geschnitzt. Es gab nie einen Schlüssel dazu. Der Elefant auf dem Deckel ist das perfekte Gegenstück zu dem auf Carchons Kästchen. Ich nehme den Schlüssel raus. Ich kann es kaum glauben. Imeldas Schlüssel öffnet die Schatulle meines Vaters. Ich fürchte mich vor dem, was ich darin finden werde. Ein Foto von Imelda. Aber warum hier? In der Schatulle meines Vaters? Ich habe das Gefühl, als ob mich ein schwarzes Loch verschluckt. Imelda und Carchon. Grinsend. Während hinter ihnen ein Dorf dem Erdboden gleichgemacht und die Bevölkerung abgeschlachtet wird. Und da, gleich neben ihnen, schaut mich wie durch eine Zeitmaschine mein eigener Vater an. Ein Brief. Ich fürchte, jetzt kommt der schlimmste Teil. Hotel Saint-Georges, Algier, Freitag. Mein geliebter Thierry, wenn du das liest, bist du schon längst in Sicherheit, weit weg von Afrika. Keine Angst, Pierre und die Organisation haben keine Ahnung, für wen du wirklich arbeitest. Und auch nicht von uns beiden. Hast du gedacht, ich würde dich verraten? Das könnte ich gar nicht. Du wolltest, dass ich ihn verlasse, aber ich war nicht so mutig wie du. Ich weiß zu viel über das, was hier passiert ist. Sie würden mich finden und uns beide töten. Genieße dein Leben in Paris, Thierry, dein Leben voller Ehre und patriotischer Pflicht. Verleiht man Spionen eigentlich auch Orden? Wohl kaum. Du bekommst höchstens einen Tarnjob in irgendeiner Botschaft. Dieses Leben könnte ich nie mit dir teilen. Stell dir mich mal als Diplomatengattin vor. Darum muss ich hierbleiben bei Pierre. Wir beide sind zusammengeschweißt durch das, was wir diesem Land angetan haben. Au revoir, mein Geliebter, du wirst für alle Zeiten in meinem Herzen sein. Imelda. Plötzlich ergab alles einen Sinn. Mein Vater hatte verdeckt für die Regierung gearbeitet. Er war also doch einer von den Guten. Er und Imelda müssen sich ineinander verliebt haben. Sie fand heraus, was er wirklich war. Also musste er fort. Es hat ihr das Herz gebrochen. Aber sie hat es nie jemandem erzählt. Ich könnte das auch nicht. Was immer er auch getan hat. Er hatte gute Gründe, es geheim zu halten. Ich habe mich entschlossen, das zu respektieren und niemandem etwas zu erzählen.